Kater haben oft besondere Bedürfnisse und Eigenheiten, die sich von denen ihrer weiblichen Artgenossen unterscheiden können. Es gibt einige Dinge, von denen Kater sich schon lange wünschen, dass wir sie über sie wissen. Bedürfnisse, die häufig übersehen werden. Hier sind 7 Dinge, die dein Kater dir gerne mitteilen würde, damit du ihn besser verstehst und ihm das Leben noch angenehmer machst. Erstens, ich brauche meinen Freiraum. Kater lieben es, ihr Revier zu erkunden und brauchen ihren eigenen Raum. Sie möchten niemals bedrängt oder festgehalten werden. Es ist wichtig, dass du ihnen genügend Freiraum gibst, um zu streunen, zu klettern und neue Orte zu entdecken. Ein eigenes Plätzchen, das nur ihnen gehört, hilft ihnen, sich sicher und geborgen zu fühlen und das Gefühl zu haben, der Herr im Haus zu sein. Zweitens, ich habe viel Energie und brauche Beschäftigung. Kater sind oft sehr aktiv und haben einen ausgeprägten Spieltrieb. Sie lieben es zu jagen, zu klettern und zu toben. Stelle sicher, dass du ihm genügend Spielzeuge und Möglichkeiten zum Austoben bietest. Interaktive Spiele und gemeinsames Spielen helfen, seine Energie in gesunde Bahnen zu lenken und Langeweile zu vermeiden. Da Kater in freier Wildbahn weit mehr herumstreunern als Katzen, haben sie einen weit größeren Bewegungsdrang als ihre weiblichen Pendants. Drittens, meine Ernährung ist wichtig. Die Ernährung eines Katers sollte auf seine speziellen Bedürfnisse abgestimmt sein. Achte darauf, hochwertiges Futter zu wählen, das ihm die notwendigen Nährstoffe liefert. Besonders nach der Kastration neigen Kater zu Übergewicht, weil ihr Bewegungsdrang etwas abnimmt und sich der Stoffwechsel verändert. Daher ist es wichtig, die Futtermenge immer im Auge zu behalten und wenn nötig anzupassen. Frisches Wasser sollte natürlich auch immer verfügbar sein. Viertens, ich mag Routinen. Kater fühlen sich in einer stabilen und vorhersehbaren Umgebung am wohlsten. Feste Fütterungszeiten, regelmäßige Spielstunden und konstante Tagesabläufe geben ihnen Sicherheit. Wenn sich ihr Leben plötzlich ändert oder chaotisch wird, können sie gestresst und unzufrieden werden. Versuche, eine Routine zu etablieren und dich so gut es geht daran zu halten. Fünftens, ich brauche Pflege und Aufmerksamkeit. Kater sind nicht nur häufig etwas verschmuster, sie brauchen auch regelmäßig Pflege. Dazu gehört nicht nur das Füttern und Spielen, sondern auch das Bürsten des Fells, die Reinigung der Ohren und das Checken der Krallen. Diese Pflegerituale stärken die Bindung und sorgen dafür, dass dein Kater gesund und glücklich bleibt. Sechstens, ich habe meine eigenen Vorlieben. Jeder Kater hat seine individuellen Vorlieben und Abneigungen. Manche mögen bestimmte Arten von Spielzeug, andere bevorzugen bestimmte Schlafplätze. Nimm dir die Zeit, deinen Kater genau zu beobachten und herauszufinden, was er mag und was nicht. Indem du seine individuellen Bedürfnisse respektierst, kannst du ihm ein glücklicheres und erfüllteres Leben ermöglichen, als er es bei dir ganz bestimmt ohnehin schon hat. Willst du jetzt noch wissen, was im Allgemeinen die größten Unterschiede zwischen Katzen und Katern sind? Klick auf das Bild, um dir unser Video zu diesem interessanten Thema anzusehen.